Mein Name ist Tobias, ich bin von dem Aktionsbündnis 100 Stoppen und wir kämpfen gegen die Verlängerung der Stadtautobahn 100 von Neukölln nach Treptow und Friedrichshain. Auch wir stellen uns die Frage, wem gehört Berlin? Trotz heftigen jahrelangen Widerstand war Mai dieses Jahres Baubeginn für den 16. Bauabschnitt nach Treptow. Obwohl völlig unklar ist, woher die 500 Millionen dafür kommen sollen, wird bereits jetzt unter dem Bahnhof Ostkreuz ein Doppelstock-Autobahntunnel für den nächsten Bauabschnitt zur Frankfurter Allee gebuddelt. Ob dieser Tunnel jemals genutzt wird, ist äußerst ungewiss. Denn bei den folgenden 3 Kilometer Autobahn unter dem Ostkreuz und der neuen Bahnhofstraße bis zur Frankfurter Allee dürften die Kosten vermutlich die Milliardengrenze knacken. Bis jetzt gibt es dazu weder konkrete Planung noch einen politischen Beschluss. Trotzdem wird bereits gebaut und schon mal 20 Millionen Euro vergraben. Dies ist die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und dem Berliner Senat betriebene rückwärtsgewandte Verkehrs- und Infrastrukturpolitik. Stadtweit über 1 Milliarde Euro für die 100 von unseren Steuergeldern in die 6 Kilometer Autobahn und weitere Milliarden in teuren Infrastrukturbauten mit zweifelhaften Nutzen wie den Flughafen BER oder Stuttgart 21 zu versenken, besser in einen funktionierenden und für alle erschwinglichen Nahverkehr investieren. Statt die landeseigenen Grundstücke zum Höchstpreis zu verscherbeln, auf denen dann Luxuswohnungen entstehen, lieber auf ein paar Millionen Einnahmen verzichten und die Grundstücke Genossenschaften für preiswertere Wohnungen zur Verfügung stellen. Und die übrigen Millionen in Bildung und Kultur investieren. Es ist nicht hinnehmbar, dass zum Beispiel die Lehrkräfte der staatlichen Musikschule in Berlin nicht mehr von ihrer Arbeit leben können. Aber nicht nur die horrenden Kosten sprechen gegen den Stadtautobahnbau. Mehr als 2 Drittel der Berliner Bevölkerung haben gar kein Auto. Zudem nimmt der Autoverkehr in Berlin langfristig um ca. 11% bis 2025 ab. Und der umweltfreundliche Radverkehr nimmt zu. Der Autobahnstadtring ist ein unsoziales Verkehrsprojekt aus den 30er bis 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als man die autogerechte Stadt plante. Das ist Ausgrenzung durch 100. Der für den Autobahnbau notwendige Häuserabriss zerstört günstigen Wohnraum, gewachsene Kieze und soziale Strukturen. Und dann werde ich noch ein bisschen lauter sprechen müssen. Also, die für den Autobahnbau notwendige Häuserabriss zerstört günstigen Wohnraum, gewachsene Kieze und soziale Strukturen. Menschen mit geringem Einkommen werden aus der Innenstadt gedrängt, da sie in ihrem Kiez keine preiswerte Wohnung mehr finden. Verdrängung durch A100. 2010 wurden von Topos erstmalig die sozialen Auswirkungen von Stadtautobahnen wissenschaftlich untersucht. Die verheerenden Ergebnisse in Kurzform. Je näher die Wohngebäude an der Stadtautobahn stehen, umso schlechter ist die Erhaltungszustand. Außerdem fehlen in mehr als der Hälfte der Wohnungen Lärmschutzfenster. Trotzdem sind die Mieten auch direkt an der Stadtautobahn nicht besonders niedrig. Dafür ist die Arbeitslosigkeit fast doppelt so hoch wie in Wohngebieten ohne Autobahn vor der Haustür. Die an der Stadtautobahn wohnenden Menschen, die nicht arbeitslos sind, haben deutlich geringere Einkommen bzw. niedrigere Renten. Sie haben aber ein fast 50% höheres Armutsrisiko. Und sie besitzen oft selbst kein Auto und können es sich nicht leisten, wegzuziehen. Also, Armut und Verslammung durch A100. Aber wir lassen es nicht zu, dass unser Lebensraum zubetoniert wird. Wir wollen keine Autobahn und keinen Megabeton in Berlin. Wir kämpfen weiter und stellen uns den Betonmonstern in den Weg. Wir zeigen Herrn Ramsauer, Herrn Bobereit und dem Berliner Senat die rote Karte und sagen ganz klar, hopp, 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 100 Stopp. Hopp, 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 100 Stopp. Vielen Dank.